Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch Rusty Lake Paradise. Es ist ein, ja, nennen wir es mal, sehr skurril gestaltetes Spiel. Und ich bin ein ganz großer Freund von und deswegen fangen wir gleich mal an. I remember that day when I returned to Paradise, the island of my family. Since I had received the message of my mother's death, the blurred childhood memories started to become more clear. From that first glimpse of the island, I could feel my mother's presence. It's hard to forget someone who gave so much to remember. The first plague, water turns into blood. Ja, irgendwie geht es wohl um die biblischen Plagen und wir fangen mit der ersten an. Wasser, welches sich in Blut verwandelt. Okay, ist klar. Machete haben wir hier schon mal. So, was hier? Ein Angelhaken, den können wir auch nehmen. Und ich mag ja schon mal gleich die Art der Präsentation, ne? Ah, schön, schön, schön. Was haben wir denn da? Ein Brief? Leider muss ich dir mitteilen, dass deine Mutter verstorben ist. Ja, okay. Und, also wir sind anscheinend Jacob. Ah, okay, alles klar. Wir müssen auf die Zeilen klicken. Mein geliebter Sohn, Jacob. Leider muss ich dir mitteilen, dass deine Mutter verstorben ist. Bitte komm zurück ins Paradies. Wir brauchen dich. Dein Vater. Ja, und diese kleine, lauschige Insel ist wohl das Paradies. Oder heißt Paradise, wer weiß, irgendwie. So, okay. Noch irgendeine Frucht, ein Kaktus. Können wir vielleicht... Rete? Ah. Und erstmal sagt das Ding. Ist das hier? Ein Wurm? Oh, wir haben den Wurm. Schön. Okay, cool, cool, cool. Ach, ich habe auf der Torauswahl geklickt. Ach, ist ja geil, Alter. Er erinnert mich ja so an jemanden, den ich kenne, irgendwie von mir sieht. Ja, Grüße gehen da erstmal raus an dich, Dirk. Ne? Okay, du willst was haben? Ein Echsenschwanz? Was ist das? Irgendwie ein Stück Bambus? Ein Stock? Ich denke mal, er will den Bambus haben. Hier, komm, Machete. Jawohl. Zack, und wir haben einen Stock. Und lass mich mal raten. Wir können jetzt eine Angel bauen. Und er will bestimmt angeln. In dem schönen blutigen Wasser. Wunderbar, gib's dir. Ja, das sieht nach Angeln aus. Kann ich dir das? Ja, okay, alles klar. Ich kann dir das alles geben. Willst du noch einen Wurm haben? Angeln kannst du aber alleine, ja? Super. Und? Ein Schrimp. Okay. Ja, der hat sich einen schönen Wert, der Schrimp. Und? War's das jetzt? Been a while, brother. Ah, er ist unser Bruder. Okay. Also, ja, unsere Mutter ist verstorben und wir kehren also wieder auf unsere Heimatinsel zurück. Ja, hab ich. Hier, komm, gib. Da. Was? Wie? Achso, da willst du einen Namen. Extra ein Schiebetüchchen. Nein. Wunderbar. Hier, komm, nimm den Schrimp. Gönn dir. Was ist das? Oh. Oh. Großmütterchen. Oh. 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 Na, schön. Schön.
Hast mal schön ein abgepopelt. Wunderbar. Was haben wir denn da? Was ist das? Was? Ein Blutegel. Das ist ja ekelhaft. Good to see you, grandson. I'm sorry about your mother. Ja. Ja, alles klar, Oma. Mir tut's ein bisschen leid, dass du Blutegel in der Nase hast. Das muss doch jetzt auch nicht sein. Hey, Ziege? Na? Oh! Okay. Ja, das wäre wirklich heftig gewesen, hätte das wirklich funktioniert. Aber irgendwas haben wir anscheinend dadurch freigeschaltet. Was auch immer sein mag. Eine Pumpe. Moorblood. Und wir haben aber nichts. Können wir den Blutegel da reinpacken? Trink dich zu Tode. Am Blut. Blutegel. So. Nicht. Können wir nicht. Dann gehen wir mal den Weg weiter. Was ist das? Oh, okay. Und? Was? Wie? Okay. Cool. Dann ist das gar kein Lächeln hier. Kein Grinsen. Das ist, das Zeichen für einen Blutegel. Alles klar, wir müssen anscheinend Blutegel finden und scheinbar noch 3 Stück hier, um die Skala voll zu machen, um dann was passieren zu lassen. Hey! Oh, ist das unsere Mutter? Caroline Islander. Das ist der französische Highlander. Mein Name ist Islander. Es kann nur einen geben. Ah, was geschah mit meiner Mutter? Die sieht ganz schön fertig aus irgendwie. Ach so, na, als sie noch lebte. Und das sind wir? Das bin ich vor 15 Jahren. Was sind das? Schalte ich hier irgendwann dauernd frei oder was? Also wir sind eher hier, oder was? Das ist hier der Piefke, war das der am Tor? Denn ist er anscheinend der geangelt hat, oder was? Oder sind wir das? Mein jüngerer Bruder David. Ah, okay, alles klar. Gut, man muss einfach nur aufklicken, dann wird es einem erklärt. Okay, scheinbar war der Angler. Mein Onkel, das ist mein Onkel also. Gerard. Oma? Na, kennen wir? Margaret? Da bei dem Namen. Da wäre eine Erinnerung wach. Meine jüngere Schwester Elizabeth. Mother Caroline und Vater Nicholas. Alles klar. Okay, Vater. Du lässt. Ach, guck mal hier. Dein Onkel hat den Schrimp für dich besorgt. Ja, schön. My dear son. Please. I'm thirsty. Oh, Alter. Das ist aber eine. Wirklich. Ja, lass dir schmecken. Alles klar. Ja, wir haben wirklich eine sehr lebensfrohe Familie. Da sag ich doch erstmal, drop den Igel. Okay, ach, den muss ich jetzt tatsächlich hier anploppen. Und einmal frisch ausgepresst. Das ist schön. Das ist köstlich. Hier ist noch ein Schrank. Ah, eine Karaffe. Wunderbar, ein Krug. Den nehmen wir. Und dann, will ich doch mal hier kurz weg. Kann ich ihn jetzt hier Blut vorsetzen oder was? Fadi? Komm mal hier. Ganz feine Tropfen für dich hier. Oh, yeah. Lass ihn mir schmecken. Mit Fruchtfleisch. Ist ja widerlich. Paradise has been suffering since your mother died. She prayed for your return. Please, help us, son. Ja, aber wie denn? Wird indem ich dir was zu trinken hier bringe oder was? Oder jetzt hier die Plagen beseitige oder was? Wie hat er sich das gedacht? Der Fadi. Ja, im Vorfeld kam dieses Spiel halt sehr, sehr, sehr skurril. So als wenn das hier so eine Art, Tierkult oder sowas auf dieser Insel ist. Also so mit Masken und so. Und das wirkte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant für mich und sehr skurril. Ich meine, wie gesagt, ich stehe auf diese Art von Spiel. Muss halt nicht immer die super High-End-Grafik sein, sondern halt der Effekt, der bei diesen Spielen erzielt wird, ist eigentlich für mich eher das Entscheidende.
So, jetzt habe ich schon wieder einen Krug. Soll ich den Vater nehmen? Warte mal, ich würde mal ganz gerne. Der Ziege, kann ich der Ziege was zu trinken geben? Ja. Und? Na dann. Guten Appetit. Ah. Okay, alles. Und damit dürften wir, glaube ich, schon. Ja. Damit dürften wir alle haben, oder? Gehen wir zurück zur Presse? Zur Quetsche? Ja, Stümpel. Aber was passiert jetzt? Ein Schlüssel. Genial. Ja, einfach so, das sind so geniale Mechanismen, die in so in Holzstatuen versteckt sind. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, alles klar. Und hier haben wir einen Schuppen. Da würde ich doch mal sagen, passt dieses Schloss. Hey, wer bist denn du? Bist du Mutter? Oh, ist das so rückwärts gesprochen. Oh, ist das Twin Peaks, Alter. Oh, nee. Oh, ist das fies, ey. Oh, nee. Großartig. Oh. Also einfach fies. So Wörter rückwärts eingesprochen und dann einfach vorwärts abgespielt. So, wie er denn. Oh, fürchterlich. Also auch umgedreht, damit sie wieder gerade klingen. Oh. Aber den meist. So. So, was haben wir da? Wer hat hier in den See geschifft? Da war doch Benny hier. Da war doch Benny hier. Oh, 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 nee, war doch nicht Benny. Caroline Islander, oh nein, der Sarg unserer Mutter? Ah, wie? Okay, oh, ja, okay, alles klar. Muss die Nägel rausziehen. Mit bloßen Fingernägeln. Oh, oh, so eine Suppe. Was ist denn das? Was finde ich denn hier? Was ist das? Dadurch, dass ich die Overlays ausgeschaltet habe, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eine Errungenschaft ist, die hier aufploppt, oder ob das jetzt... Okay. Alles klar. Kann ich dich nehmen? Ja, okay. Ja, und das meine ich halt so diese Bildheit gesehen und das fand ich ja schon so verstörend irgendwie. So, mit Händen in der Tasche und so. Naja, haben wir bald. Naja, aber das werden wahrscheinlich wir sein. Oder wir sind gar nicht mit bei. Das ist David. Vielleicht unser kleiner Bruder. Der zieht nach Vater aus. Aber was betreiben wir hier? Irgendwas muss ja auch diese Plagen ausgelöst haben, ne? Aha. Na. Und schon habe ich den schwarzen Würfel. Was das auch immer bringen mag. Mhm. Ah, okay, alles klar. Also, na, hier haben wir die Plagen, ne? Hier haben wir zum Beispiel hier, ne? Wasser zu Blut. Denn Vieh stirbt. Krankheit, glaube ich. Ne? Die Froschplage. Heuschreckenplage. Fliegen? Weiß ich jetzt ja nicht. Irgendwie. Was haben wir noch? Kälte? Tatsächlich kenne ich die ganzen Plagen alle ja nicht. Naja, wir werden sie kennenlernen. Okay. Soll ich jetzt hier den schwarzen Würfel rein? Dickern? Okay. Und nun? Okay. Okay, der Würfel leuchtet. Moment, nu? Soll ich nochmal einen Krug bringen? Ah, okay, alles klar. Die Plage wurde beseitigt. Alles klar.